Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten oder geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wahnsinnsfahrt, eine Runde um die Medienwelt. Ich bin's wieder, euer Martin. Ja Leute, was ist passiert? Ich habe euch nicht zu viel versprochen, denn die BRF-Nachrichten aus Belgien hat eine Meldung zum Thema Gewichtsdecken ins Internet gebracht. Weil ich mir den nicht allein antun kann, sicher ich wäre mit rein. Link zum Artikel gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, also links, falls es Kanal, falls es gesperrt wird. Würde ich freuen, wenn ihr da nochmal raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin Autismus und Brückenkanal, als auch den Link zu meinem David Art Kanal, für euch meine Comic-Seite übergeben könnt, als auch den Link zu meinem Fanfiction Kanal. Und diese Meldung trägt den Titel: Gewichtsdecken und Co. bringen neue Schlafgadgets etwas? Fangen wir dann drumrum. Los geht's. Mit diesem Bild hier. Ja. Wer wünscht sich nicht so eine coole Decke, mit der man richtig einschlafen kann? Naja, jetzt kommen wir zum ersten Abschnitt. Manche Menschen haben Probleme beim Einschlafen. Nicht nur wegen externer Faktoren wie zum Beispiel Lärm. An sie richtet sich ein immer größer werdender Markt angeblicher Schlaf- bzw. Einschlafhilfen. Man kann jetzt diesen Artikel zwar anhören, aber wenn ich das jetzt abspiele, kassiere ich gleich meinen ersten Strike. Also machen wir es lieber nicht. Und deswegen kommt jetzt der nächste Abschnitt. Bekanntestes Beispiel für Gadgets, die Leidgeplagten einen besseren Schlaf versprechen, dürften aktuell die sogenannten Gewichtsdecken sein. Die sind mittlerweile so populär, dass man sie sogar schon in der Bettwarenabteilung bekannter Möbelhäuser findet. Also auch bei IKEA, versteht sich. Weiter geht's. Dabei handelt es sich um Decken, die mit Gewichten künstlich beschwert sind. Dadurch wird beim Schlaf ein konstanter Druck auf den Körper der Benutzer ausgeübt. Weil das angeblich einer Umarmung ähnelt, soll das Benutzer beruhigen und entspannen und so zu besserem Schlaf führen. Ja, denn je dicker die Decke, umso besser kann man damit schlafen. Außer man hat sich im Bad stehen lassen. Je nach Länge. Weiter geht's. Gewichtsdecken sind aber nicht die einzige Variante dieses Prinzips. So gibt es beispielsweise auch sogenannte Kompressionssäcke oder Sleep Pods, übersetzt in etwa Schlafkapseln. Wer so etwas noch nicht gesehen hat, kann sich das vielleicht am einfachsten als eine Art sehr eng anliegenden Schlafsack oder Konkon vorstellen. Und dann gibt es auch noch sogenannte sensorische oder Schlaftunnel. Dabei handelt es sich im Prinzip um ein tunnelartiges Bettlaken oder eine Decke, die straff rund um die Matratze gespannt wird und in die die Benutzer dann hineinkriechen zum Schlafen. Ja, und da dürfen wir auch die Futons nicht vergessen, ne? Die man auch aus Japan kennt, ne? Aber das schreibt ihr in diesem Artikel nicht, ne? Aber gut, lesen wir weiter, komm. Auch dank der sozialen Medien ist um solche Gadgets ein regelrechter Hype entstanden. Auch Behauptungen im Internet sind das eine, ein wissenschaftlich bewiesener Nutzen das andere. Inge de Klerk ist Schlafexpertin und Neurologin am Universitätskrankenhaus Antwerpen. Über diese Art von Erfindungen hat man auch in meinem Bereich schon gehört. Es gibt auch zumindest für Gewichtsdecken mittlerweile erste Untersuchungen. Für bestimmte Patientengruppen könnten solche Decken möglicherweise den Schlaf verbessern, beispielsweise bei Patienten, die unter sehr großen Angstgefühlen litten oder unter Formen von Autismus oder ADHS, erklärt Inge de Klerk. Also, ihr habt jetzt vorher de Klerk mit CQ geschrieben und jetzt nur mit einem Q. Können wir uns bitte auf einen bestimmten Nachnamen einigen? Und außerdem, Formen. Ich forme diesen Artikel gleich. Aber fragt mich nicht in welches. Dazu habe ich derzeit. Obwohl doch. Dann forme ich euch in Beefy Chorizo XXL. Warum Beefy Chorizo XXL? Habe ich kürzlich in Essen bei einem Kiosk entdeckt. Kann man kaufen. Weiter geht's.
Belastbare wissenschaftliche Beweise für einen direkten Zusammenhang gäbe es aber bisher nicht. Auch fehlten bisher schlüssige Erklärungen, wie durch Gewicht oder Druck körperliche Prozesse positiv beeinflusst werden könnten. Man könnte aber annehmen, dass solche Decken Menschen mit Ängsten ein Gefühl der Geborgenheit geben könnten. Wenn dadurch Stress und Ängste reduziert würden, könnte das den Schlafprozess fördern. Wie ich schon sagte, je dicker die Decken und die Kissen, umso besser kann man darin schlafen. Gleiches zählt auch, wenn man ein Bad hat. Und nein, diesen Schlagzeuggeräusch mache ich nicht. Hab ich schon verschlafen. Weiter geht's. Es gibt keine Wundermittel. Andererseits sei es aber auch nicht so, dass man Betroffene von Angstzuständen heilen könne, indem man sie einfach unter eine schwere Decke stecke, so Inge de Klerk. Also doch nur mit einem Kuh. Aber gut. Habe ich jetzt mal einen Counter eingebaut, wo natürlich de Klerk mit einem Kuh und de Klerk mit CQ da drin steht. Bin mal gespannt. Weiter geht's. So etwas wie Wundermittel für guten Schlaf gibt es schlicht nicht. In diesem Sinne könnte man solche Gadgets also möglicherweise als nützliche Hilfsmittel für bestimmte Fälle sehen, aber sicher nicht als Ersatz für eine professionelle Schlaftherapie. Außerdem seien solche beengenden Gadgets auch sicher nicht für alle Menschen geeignet. Manche Menschen müssen aus gesundheitlichen Gründen beim Schlaf bestimmte Körperhaltungen einnehmen. Wenn ihre Bewegungsfreiheit beeinträchtigt werde, könnte das sogar schädlich sein, warnt de Klerk. Und noch ein Faktor sollten Benutzer von Gewichtsdecken bedenken. Gewichtsdecken sind nicht nur schwer, sondern sorgen auch für viel Wärme. Für einen guten Schlaf sei es aber wichtig, dass die Körpertemperatur sinken könne. Gewichtsdecken und ähnliches könnten da kontraproduktiv sein, gerade wenn die Außentemperaturen im Sommer ohnehin höher liegen. Von Boris Schmidt. Was soll ich dazu sagen, Leute? Ja, also Gewichtsdecken sind schon was Herrliches. Gewichtskissen auch. Denn auf dem Foto sieht es so aus, als wäre das Kissen auch sehr gut gefüllt. Und ich sage es auch kein drittes Mal, wegen je höher und je gefüllter, desto besser beim Einschlafen. Und nun meine Frage an euch. Was haltet ihr zu dieser Meldung, beziehungsweise zu diesen Gewichtsdecken und Co.? Schreibt es gerne in die Kommentare eure Meinung etc. pp. Also wie jetzt liken, also wie jetzt teilen. Als auch den Abo-Button bei der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiß, wie ihr verpasst. Und wir werden uns dann morgen mit einem Bildartikel wiedersehen. Ja, ihr habt richtig verstanden. Es geht wieder um die Bild-Zeitung. Unsere Lieblings-Dulli-Zeitung wohlgemerkt. Ja, ich teile diesen Ärger mit euch. Aber gut. Aber um eure Laune zu bessern, und das habe ich auch schon vorgestern angekündigt, in der vorgestrigen Reaction, werde ich euch etwas aus dem Buch Tagebuch eines jungen Naturforschers von Darren McAnulty vorlesen. Vorwort. Dieses Tagebuch hält fest, wie meine Welt sich verändert. Frühling bis Winter bei uns zu Hause, in der Wildnis, in meinem Kopf. Es begleitet mich vom County Fermanagh im nordirischen Westen ins County Down im Osten. Es zeigt die Entwurzelung durch den Umzug, den Wechsel von County und Landschaft und die zwischenzeitliche Heimatlosigkeit auch meiner Sinne und Gedanken. Mein Name ist Dara, im Irischen bedeutet das Eiche. Und ist in meinem Fall ein junger Name. Als Baby nannte Mom mich Ian Du. Das heißt Amsel, was sie heute noch manchmal tut. Mein Herz ist das eines Naturforschers, mein Kopf der des Wissenschaftlers, der ich werden will. Und meine Knochen sind alt und morsch und ächzen, wenn ich sehe, wie gleichgültig und grob wir mit der Natur umgehen. Der Fluss aus meiner Feder zeigt meine Verbundenheit mit Flora und Fauna, erklärt möglichst klar meine Sicht auf die Welt und erzählt, wie wir als Familie alle Stürme überstehen. Ich begann mit dem Schreiben in einem sehr einfachen Bungalow,
in einer Wohngegend mit vielen Familien, die ihre Kinder nie raus vor die Tür ließen und älteren Leuten, deren Brut bereits ausgeflogen war, die ihren Garten und den Rasen mit einer Schere stutzten. Ja, das habe ich tatsächlich gesehen. In dieser Umgebung bildeten sich langsam erste Sätze, dort rang auf dem Blatt die Verzückung mit dem Frust und dort verwandelte sich in den Frühlings- und Sommermonaten unser Garten, in Klammern anders als die anderen in unserem kleinen Straßenwinkel, Klammer zu, in eine Wiese mit Wildblumen, Insekten und einem in den hohen Gräsern aufgestellten B&B, Schild für geflügelte Gäste, ein Ort, an dem unsere Familie stundenlang die Üppigkeit der Natur beobachtete, die anderen Gästen fehlte, ohne dass wir den Nachbarn, die hin und wieder mit hochgezogenen Brauen hinter ihren Vorhängen hervorschauten, irgendwelche Beachtung schenken. Seitdem sind wir umgezogen, haben das Land durchquert und haben uns, nicht zum ersten Mal, ein neues Zuhause eingerichtet. In meinem noch nicht so langen Leben waren wir Nomaden schon an vielen Orten zu Hause. Doch egal, wo wir uns niederlassen, unser Haus ist immer voll mit Büchern, Schädeln, Federn, Politik, heftigen Debatten, Tränen, Gelächter und Freude. Manche Menschen meinen, dass Wurzeln durch Steine und Mörtel entstehen, aber unsere wachsen wie unterirdische Pilzgeflechte in allen Richtungen, verbinden sich zu einem Grundstock gemeinsam gelebten Lebens, sodass wir, egal wohin wir gehen, immer verwurzelt bleiben. Meine Eltern stammen beide aus dem Arbeitermilieu und waren in ihren Familien die erste Generation, die zur Uni ging und dort Abschlüsse machte. Und sie folgen nach wie vor ihrem Ideal, diese Welt besser machen zu wollen. Das heißt, wir haben keinen materiellen Reichtum, aber sind, wie Mom sagt, in anderer Hinsicht reich. Dad ist und war immer ein Wissenschaftler. Klammer auf, erst Meeresforschung, jetzt Naturschutz, Klammer zu. Er hat das geheime Wissen der Wildnis für uns lebendig gemacht und uns die Rätsel der Natur erklärt. Mams berufliche Laufbahn ähnelt der Herangehensweise, wie man am besten einen Strom durchquert. Nie geradlinig. Musikjournalismus, Freiwilligenarbeit, Uni. Auch heute macht sie immer noch ein bisschen von all dem, während sie nebenbei meine 9-jährige Schwester Blood Knight zu Hause unterrichtet. Blood Knights Name bedeutet die Blühende und im Augenblick ist sie Expertin für Feen, kann aber auch viel zu Insekten sagen, hält sich Schnecken und repariert alle Elektrosachen im Haus, Klammer auf, worüber Mom gewaltig staunt, Klammer zu. Ich habe auch einen Bruder, Lorcan, der wild entschlossene, der 13 ist. Lorcan hat sich selbst beigebracht, Musik zu machen und erzeugt damit bei uns immer wieder große Verzückung und zugleich Verwirrung. Er ist außerdem ein Adrenalin-Junkie, das was bedeutet, er rennt Berge herunter, springt von Steilküsten ins Meer und geht überhaupt mit der Energie eines Neutronensterns durchs Leben. Dann ist da noch Rosie, eine vor dem Einschläfern gerettete Greyhound-Dame, die unter heftigen Blähungen leidet und die wir 2014 adoptiert haben. Ihr Fell ist gestreift, sie ist unsere Tigerhündin. Wir nennen sie auch Kissen auf vier Beinen und sie ist eine großartige Gefährtin und Stresskillerin. Ich bin der Nachdenkliche. Meine Hände sind immer schmutzig und meine Taschen vollgestopft mit toten Dingen und, Klammer auf manchmal, Klammer zu, mit Tierkot. Guten Abend.